So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 und aus aktuellem Anlass schiebe ich mal ganz kurz eine Geschichte hier ein. Es hatte schon vor 2 oder 3 Wochen, keine Ahnung, der Bruder von Rasierer mich angeschrieben und gesagt, hier, ich baue auch und hier spiel mein Level. Und nachdem ich dann ja andere Dinge getan habe, nicht mal Mario Maker gespielt habe, habe ich das natürlich wieder komplett vergessen. Und nachdem jetzt heute der Part kam, der aktuelle halt, hat er mich wieder dran erinnert. Und dann machen wir das jetzt halt geschwind mal und gucken mal, wie er es so baut, beziehungsweise was er so baut. Genau, Benny Boy 40 heißt er. Das ist auch sein erstes Level. Ich gehe einfach gleich mal auf den Stern, dass wir das auch in der Liste dann haben. Grundsätzlich, dann kann ich das nie wieder vergessen. Na? So. Heißt jetzt nicht, dass ich alle Level, je nachdem, ich weiß nicht, wie viele hast du aktuell. Mal kurz gucken. Ah, das sollten wir ja hinbekommen. Okay, ja, let's go. 3 sollte ich unterbekommen. Na, ich kann halt nur nicht versprechen, wirklich immer alles zu spielen, weil wir sind ja mittlerweile an dem Punkt, wo wir so viele verschiedene Dinge tun können und ich mich schon gar nicht mehr retten kann, was ich alles spielen will. So. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er einen sehr, sehr freundlichen Levelstil hat. Nur weil er der Bruder von Rasierer ist, muss er ja nicht auch so durchdrehen. Wäre schon mal ganz gut. Okay, wir brauchen wahrscheinlich hier drin was. Ah, achso, da geht's weiter. Wait, kann ich rollen? Ja. Mach ich das denn? Muss ich das so perfekt timen, dass ich da durchrolle? Wahrscheinlich. Aua. Wäre jetzt halt besser, klein zu sein. Ach nee, ich laufe einfach durch. Natürlich, das ergibt viel mehr Sinn. Okay, den nehmen wir mal mit. Aus Gründen. Ja. Genau. Da springen wir nämlich lieber gar nicht auf den Kollegen drauf, sondern machen einfach den hier. Das ist viel angenehmer. Ja, oder wir springen doch drauf. Das geht auch klar. Aber ich muss sagen, ich mochte das Netz im Hintergrund. Das Netz war zwar jetzt nur. Das Netz hat jetzt ja nur Deko-Element, aber so wirkt es gleich ein bisschen mehr wie so einem Käfig. Na? Ah, ich kann mir das Leben holen. Sehr schön. Das ist natürlich für alle Endless Ones nett, wenn man hier schneller in das Leben reinkommt. Okay, ist doch ein schönes erstes Level. Na, kann man auf jeden Fall anbieten. 35 Sekunden. Nee, das versuchen wir nicht. Das versuchen wir nicht. Ich möchte in dem Part auch noch die neuen Level von Sonne unterbekommen. Damit, halt das. Oh, das wollte ich nicht. Damit Joris auch seine Level drin hat. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist er denn jetzt? Der kann ja nicht so, der muss ja recht weit oben sein. Da. Machen wir das einfach so wieder. Wir sind beim zweiten Level. Basic Level. Keine Verstecke, aber wann nicht. Was? Es gibt keine Verstecke, aber wann nicht getroffen werden. Ich glaube, ich weiß, was du mir mitteilen wolltest. Beziehungsweise nicht mir, aber dem Spieler. Das ist eine Zielbedingung, ja? Ich darf nicht getroffen werden. Okay. Aber ich glaube, da hast du ein bisschen zu schnell geschrieben und dann nicht mehr korrigiert. Gut. Ich habe auch gesehen, Rasierer hat hier 8 Sekunden. Das heißt, es muss ein ganz fixes Level sein. Also ich darf nicht getroffen werden. Schon mal. Muss ich schon mal richtig aufpassen. Das kann ich ja gar nicht aufpassen. So. Okay.
Die Blume nützt mir allerdings nur insofern was, als dass sie mich jetzt verteidigen kann. Ach so. Okay. Okay. Okay, 8 Sekunden. Das probieren wir aus. Das probieren wir aus. 8 Sekunden probieren wir aus. Da muss man aber ja... Ah, da, oh, jetzt hau ich die Rate runter, weil ich jetzt rumprobiere. I'm sorry. Da muss man hier rum und dann... Ah, auf die Röhre am besten. Wie hast du 8 Sekunden hier geschafft? Ja, das geht. Dann, oh Gott, oh nee, das... Nee, das... Alter, nee. Nee, 8 Sekunden ist stressig. Holy moly. 8 Sekunden ist ja brutal stressig. Na gut, sind fast 9. Aber man müsste halt diese eine Stelle... Ja, das ist halt schon Mist. Jetzt kommt die da raus. Ha. Man müsste halt diese... Ja, so ist gut. Hier muss ich halt direkt rum. Ja, nice. Und dann hier und hier. Oh, 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 das reicht nicht. Das reicht nicht. Aber noch viel schneller kriege ich es nicht mehr hin. Ah, dang it. Dang it. Okay, also das kriegen wir hin. Dann so. Nein, ah, Mist. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob ich von hier... Oh, okay. Ich muss das ausprobieren. Moment. Wenn ich von hier komme und dann so und hier und kann ich dann direkt da drauf landen? Wenn ich da möglichst knapp abspringe. Ah, gerade nicht. Na, Mist. Ne, gerade nicht. Dann muss ich zwischenlanden. Dann mache ich nur einen kleinen Sprung und dann so. Und dann so. Okay. Okay. Okay, ich habe meine Route. Ich habe meine Route. Jetzt muss ich nur alles am Stück hinbekommen. Gut. Gut, nice. Okay, schneller wird's nicht. Schneller wird's nicht. Wenn das jetzt, keine Ahnung, gleich mit Rasierer ist oder schlechter, dann das besser als das wird's bei mir nicht. Ah, oh, come on! Okay, ich muss es probieren. Aber das ist dann hundertprozentig auch Rasierers Route gewesen. Einfach fallen lassen? Ist das schneller? Ist das schneller? Einfach fallen lassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt... Ah, okay. Ich glaube, dann ist die optimiert. Ja gut, dann habe ich aber jetzt alles versucht. Dann habe ich jetzt aber alles versucht. Okay. Plattformpassage. Das schreibt man mit G, aber sag's nicht weiter. Findet ihr die Starcoins? Wir bemühen uns. Diesmal gehe ich auch nicht mehr auf Speedrun, sonst wird der Part wieder zu lange. Okay. Und lieber Benny Boy, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich deine Rechtschreibung etwas korrigiere. Na, ich bin Lehrer. Das geht gar nicht anders. Ich muss das machen. So. Okay, wir haben schon mal 2 Starcoins gefunden. Was? Da haut die Shell ab. Uiuiui, da räumen wir komplett ab. Hilfe. Okay, wir gehen weiter. Wir gehen weiter.
Ah! Ich weiß natürlich auch nicht, ich will jetzt auch gar nicht, dass du das in die Kommentare schreibst, na, nicht falsch verstehen. Man sollte sein Alter im Internet nicht angeben. Aber ich wollte sagen, ich weiß natürlich nicht, wie alt du bist. Deswegen kann natürlich sein, dass du manche Wörter auch einfach noch gar nicht so gut kennst. Ich habe gar keine Ahnung. Man kann ja mit jedem Alter Mario-Level bauen. So. Aber das, was du baust, ist schon cool soweit. Also, na, vor allem das... Wow! Bisher würde ich sagen, das erste Level mit dem... Ah, da sind mehr Starcoins. Okay. Das erste Level mit dem... Na, hier. Das Schneelevel. Das war schon cool. Das zweite war jetzt ein bisschen kurz, ne? Also... Ich denke, hat man ja gemerkt, aber das sollte ja auch einfach nur Basic sein, hast du ja so genannt. Gut, vielleicht gehe ich die nächsten Male nicht mehr hier hoch, ich brauche es ja eigentlich nicht. Wir haben es ja schon rausgefunden, wo hier was ist. Und das hier sieht aber auch bisher ganz cool aus. Das scheint auch wieder etwas länger zu sein. Und vielleicht nehme ich einfach nicht den Koopa selber mit, so, dann sterbe ich auch nicht. Ich hab's mir... aber das sind die will ich haben, dankeschön. Ich habe es mir ja selber schwer gemacht, indem ich den mitgenommen habe. Okay, das ist jetzt hier einfach so eine... Ja, ey, das jetzt verstehe ich den Levelnamen. Ja, natürlich, das ist jetzt die Plattformpassage. Ist aber auch frech, ne? Man spricht es SCH aus, aber schreibt es G. Das ist schon wieder so eine freche Sache bei unserer... Yo! Bei unserer deutschen Sprache. Das ist, ist gemein. Das ist gemein. Das ist dann ja auch was, wo sich selbstverständlich Legastheniker entsprechend immer schwer tun. Was man ja dann auch verstehen kann, Hallöchen. Da dürfte jetzt das Ziel, jawohl, kommen. Sehr schön. Sehr schön. Das war jetzt wieder ein bisschen länger als das andere. Also das... Ich will nicht sagen, es war zu kurz, das zweite Level, aber das hier war auf jeden Fall länger. Logischerweise war es länger. Aber wie schafft man das jetzt wieder in 14 Sekunden? Was hat Rasierer da wieder gemacht? Also da muss man hier auf jeden Fall durchwuseln. Hier muss man... Aber du hast ja auf der Plattform, da musst du... Oh mein Gott, der ist über die Koopas gehüpft bei den Plattformen. Nee, das fange ich gar nicht erst an. Das fange ich gar nicht erst an. Da sitzen wir morgen noch da. Okay, dann bin ich gespannt, was so in Zukunft noch von dir kommt. Ich habe jetzt erstmal hier alles von dir gespielt. Gut. So, wo ist Sonne? Da ist Sonne. Wie viel neuen Kram hat Sonne? Kriegen wir das noch unter? Aha. Joris Spukhaus, ups, und 1, 2, 4. Ja, perfekt, kriegen wir hin. Das ist der kürzeste Weltrekord, den ich je bisher gesehen habe. Joris wollte ein Spukhaus mit viel Kram. Okay. Dann gucken wir uns mal den viel Kram an. Aber man müsste ja praktisch direkt beim Ziel starten. Wie ist dieser Rekord möglich? Ist hier das Ziel? Ach so. Das heißt, der Besuch des Spukhauses ist optional. Ich like es, wenn ich es mir genau angeguckt habe. Ich habe jetzt auch noch nicht viel vom Level gesehen. Okay, also man kann hier einfach ins Ziel aus Gründen. Aber wir gucken uns natürlich das gesamte Spukhaus an. Ach, da hätte ich jetzt komplett vergessen. Ich kann ja, das sind ja wie die Netze, die Bücherregale, da kann ich ja klettern. Tadadadadam. Okay. Nee, ich will Katze bleiben. Ach so.
Jetzt verstehe ich die Box doch wieder nicht. Ich dachte erst so, vielleicht ist die Box da, weil das Level selbst ist dann etwas größer, damit man auf jeden Fall das Ziel betreten kann. Aber was passiert, wenn ich jetzt das Ziel auslöse und da hochlaufe, laufe ich in die Box rein? Ist das? Ah ne, die geht einfach. Ja, okay. Die löst sich einfach nicht mehr aus. Okay, interessant. 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 Dann gehen wir jetzt noch mal und gucken mal, ob das jetzt genau der Rekord ist oder ob man jetzt ein Stück schneller war. Und da ist natürlich wieder das berühmte Joris-Herz. Na, das ist natürlich, das darf nicht fehlen. Ha! Ich war schneller, als wer auch immer als erstes in die Box gesprungen ist. So macht man das. Das war Leistung. Das war Leistung. Okay, sehr schön. Gut. Ups. Doppelpunkt D. Weltrekord 39. Da ist auch wieder das Joris-Herz. Vielleicht ist es auch das Joris- und Sonne-Herz, man weiß es nicht. Dann gucken wir mal, was hier so los ist. Okay, ich muss die Wolke pflücken. Ja. Gut, die Wolke gepflückt. Knapp daneben ist auch vorbei. Ah, auf den muss ich reiten. Und darf den jetzt nicht pflücken, das wäre nicht so gut. Aber jetzt darf ich ihn pflücken. Tschüss. Oh, jetzt werde ich getroffen. Jetzt kriege ich den nochmal. Oh, jetzt muss ich... Es geht nur einmal kaputt, ne? Okay, okay, man macht beim ersten Mal kaputt und dann... Ja. Okay. Oh, vorsichtig. Nicht, dass ich hier zu viel kaputt mache. Hey, wait! Das ist Ziel. Erwischt. Aber wir tun mal so, wie wenn wir es nicht gesehen hätten. Wir lassen uns jetzt mal trollen. Okay, das ist schon ein sehr guter Troll. Das ist schon ein sehr guter Troll. Ich habe es jetzt zufällig schon gesehen. Wenn ich jetzt bedenke, dass alles hier ist eigentlich optional und man muss es nicht machen. Ich bin gespannt, wie sie es auflösen. Ich bin gespannt, wie das aufgelöst wird. Also wo das am Ende jetzt hinführt. Okay, es wird nicht aufgelöst, wo es ist, sondern man wird doch im Unklaren gelassen, was man falsch gemacht hat. Okay. Okay, interessant. Äußerst interessant. Na dann gehen wir jetzt mal durch. Jetzt wissen wir ja, wo das Ziel ist. Zum Glück muss ich jetzt nicht anfangen zu suchen, ne? Sonst würde ich jetzt... Ach ja, man startet ja hier, weil wir gestorben sind. Riech hier immer die Blumen? Ja, alles andere wäre schlecht. Stimmt! Aber dadurch, dass man hier startet, weiß man dann im Prinzip, dass vorher nichts sein kann. Ne? Hier vorher kann nichts sein, weil man ja von jedem Checkpoint aus das Level beenden können muss. Und dann bleibt nur hier alles aufzumachen und dann würde man das Ziel nachher finden. Voll lustig! Dass ich das zufällig gesehen habe, ist natürlich, ja. Okay. Okay, was war der Rekord? Jo, das sollten wir hinbekommen. Jo, das sollten wir hinbekommen. Ich meine, ich muss doch eigentlich nur hier ein bisschen... Komm, Abflug. Sobald ich den Weg sehe, kann ich ja im Prinzip springen. Hätte ich schon viel eher springen können eigentlich. Na...
Halt, ich brauche den anderen. Mist. Nein! Oh, jetzt habe ich es versaut. Mist. Ah, da muss ich... Okay, ich muss doch auf die Stacheln aufpassen. Ich muss doch auf die Stacheln aufpassen. Nein, ich wollte das ja nicht schon... Kann ich dir nicht dafür sorgen, dass der eher schießt? Also, dass der... Ah. Das geht sicherlich schneller. Also, diese Stelle geht hundertprozentig deutlich schneller. So, jetzt aber hier Abflug. Und go. Und go. Und go. Okay, jetzt haben wir es. Nein, ich komme nicht... Ah, das hat wieder Zeit gekostet. Komplett unnötig. 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 Unnötiger Zeitverlust. Ist es zwar... Also das ist noch deutlich, das ist noch viel, viel zu stark, kann man das noch optimieren. Aber ist egal, ich habe den Rekord erstmal. Einfach nur einmal haben reicht aus. Einfach nur einmal haben reicht aus. Dass bei irgendjemandem steht, ColinCool88 hat deinen Rekord gebrochen. So, Joris wollte verschiedene Power-Ups. Okay. 8-8, 100%. 27 Sekunden. Na dann, ab zu den verschiedenen Power-Ups. Und dann überlegen wir, warum das Ganze 124 heißt. Oder 124. Oder 124. So, da haben wir schon mal den Hammer. Mist. Da könnte jetzt natürlich was versteckt sein. Ah! Nein. Nein. Das wird nicht grundlos. Nein. Oh, Mist. Muss ich mir nachher angucken. Lustig wäre es, wenn ich hier wieder das Ziel drunter wäre, ne? Mittlerweile bin ich hier skeptisch. Okay. Dann muss man hier den Bumerang holen für den On-Off. Okay, verstanden. So. Zack. Okay, vielleicht sollte man ihn wieder mitnehmen. Sonst trollt einen der Bumerang. So, und dann wollen wir, dass die... Ja gut, aber ich eigentlich wollte ich... Ah, okay. Muss doch nach Secrets gucken. Ah, wahrscheinlich sind da gar keine Secrets. Habe ich jetzt die Katzenfähigkeit? Ach! Ja, lol. Das habe ich ja... Das sieht ja komplett lustig aus. Hui! So, eigentlich hat man ja die Hände gar nicht frei. Wie klein. Das habe ich ja noch nie in Kombination gesehen. Das ist ja großartig. Aber warum 1, 2, 4? Wir werden es nicht erfahren. Zack. Warum 1, 2, 4 werden wir nicht erfahren? Ich weiß es nicht. 1, 2, 4. Ha. Ha. Oh, wichtig ist, den wieder zu sammeln. Ich kann also nicht einfach vorpreschen. So. Oh, und jetzt dauert es natürlich hier 3 Jahre, um da durchzukommen. Ich wollte schon sagen, das ist doch zeitlich komplett leicht zu schaffen. Aber das hier dauert natürlich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich vorher schnell genug war. Weil man hier ja nun ein bisschen braucht, um durchzukommen. Okay. Aber wenn das jetzt nicht der Rekord war, dann ist das auch in Ordnung. Ja, so ist es auch. Okay. Schön. Dann hoffe ich, ich habe alles Wichtige gesehen, sowohl bei Benny Boy als auch bei Joris Levin. Und wobei das hier war, glaube ich, nicht direkt von Joris. Aber er hat sicherlich mit Ideen beigesteuert. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen und sage... Tschüss.